Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Mit dem heutigen Video möchte ich mich gerne wieder mal bedanken. Das mache ich ja super gerne jetzt so zwischen den Jahren. Und dieses Video ist jetzt mal tatsächlich an meine Kooperationspartner gerichtet. Denn ein Ode an diese Leute, mit denen ich dieses Jahr zusammenarbeiten durfte. Es war richtig, richtig cool. Und jetzt zeige ich euch einfach mal so das ein oder andere in meinem Gesicht. Und wenn du Bock drauf hast, so ein bisschen... Ja, es ist mein Weihnachtslook heute, Leute. Also ich schminke mich jetzt gerade für Heiligabend tatsächlich. Wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist auch eine wirkliche bezahlte Kooperation in diesem Video und zwar mit Bayana Beauty. Also vielen, vielen Dank an Bayana für das Sponsoring dieses Videos, denn dort sind neue Produkte gelauncht worden, die ich euch gleich vorstellen möchte. Da habe ich hier natürlich Timestamps auch zu den jeweiligen Kategorien. Da geht es um die Kategorie Lidschatten und dann zeige ich euch noch einen Lippenstift, den ich total schön finde und der jetzt einfach gerade auch zum Outfit passt. Und ich starte aber einfach mal mit der Base. Da habe ich, wisst ihr, mit Beauty Mate zusammengearbeitet und das mache ich auch nächstes Jahr noch weiterhin, einfach weil das ein schöner Kooperationspartner ist. Mit denen arbeite ich gerne zusammen. Da ist die Melody meine Ansprechpartnerin und die ist selber Mama. Und das sind sehr aufmerksame Leute dort und es macht einfach Spaß, mit Leuten zusammenzuarbeiten und gleichzeitig halt Produkte zu bewerben oder Produkte erhalten zu dürfen, die auch wirklich etwas mit meiner Haut gemacht haben. Ich habe ja eine trockene, sensible Haut, das wisst ihr. Und die Produkte von Beauty Mates haben einfach bei mir im Gesicht einiges schön gemacht. Und ich verwende jetzt gerade die Hyaluron Cream Boost als Basis, denn die kannst du 1A auch als Primer verwenden. Die ist nämlich so schön leicht, ne? Und da hast du tolle Wirkstoffe drin und könntest sie jetzt theoretisch mit einem Booster kombinieren. Da habe ich einen Krümmel jetzt hier gerade. Aber ich mache die jetzt einfach so pur aufs Gesicht. Finde ich großartig. Und sofern ich jetzt auch aktuell gültige Codes habe bei den jeweiligen Firmen, verlinke ich euch das auch in der Infobox. Ne? Schaut gerne einfach mal vorbei. Tolles Produkt als Start des Ganzen. Ja, ich habe mehrere oder im Prinzip drei Firmen, mit denen ich im Bereich Skincare und Pflege zusammenarbeite. Das ist neben Beauty Mates auch die Firma Dalton. Da habe ich tatsächlich schon für nächstes Jahr, da habe ich jetzt hier übrigens die BB Anti-Aging Cream in der Farbe 01 Ivory. Für nächstes Jahr schon... ein Teaser bekommen, dass Corfu 2.0 quasi gemacht werden darf. Also ja, da durfte ich dieses Jahr mit der Firma nach Corfu fliegen. Ich glaube, das reicht schon, ne? Und hatte einfach einen mega Moment. Hab da tolle Leute kennengelernt. Klar, ich hatte auch schon 2021 in München die Menschen, die Mitarbeiterinnen kennengelernt. Ich habe auch schon Amelie dort kennengelernt. Und dieses Jahr habe ich dann live und in Farbe auch die liebe Mello Flori, die Melli, kennengelernt. Und es war einfach eine schöne Zeit und ein toller Ausflug. Natürlich haben wir dort gearbeitet. Ihr habt die schönsten Momente dann auch auf Social Media sehen können. Aber selbstverständlich war es Arbeit. Und das Ganze halt in schwangerem Zustand war natürlich eine Herausforderung für sich. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe es gerne gemacht und das tat auch richtig gut. Und wenn Dalton nicht ein so wundervoller Kooperationspartner gewesen wäre, hätte ich auch nicht kurz vor der Geburt von Julius noch meinen Trip nach Frankfurt gewagt. Beziehungsweise da muss ich Props an die liebe Irina aussprechen, Endhör Familia, das ist, so heißt sie auf Instagram, ne? Die hat dort uns gefahren, die liebe Melli und mich, weil die Züge ja ausgefallen waren. Da gab es ja irgendwie ein Problem mit der Kommunikation. Und ja, da war ich halt super, super glücklich, dass sie mich mitgenommen hat und ich nicht selber fahren musste, weil ich nicht selber fahren konnte. Denn so konnte ich dann auch in Frankfurt die liebe Nicole treffen und die liebe Katrin auch mal kennenlernen. Die kenne ich ja über Trashy, ne? Und ja, halt natürlich meine ganzen Dalton-Kolleginnen und Kollegen und die Mitarbeiterinnen. Vor allem die liebe Denise, das ist ja dort meine Betreuerin, eine wundervolle, wundervolle, wirklich, ich habe sie so lieb. Und ja, ich freue mich schon, nächstes Jahr mit ihr zusammen in ein anderes Land reisen zu dürfen. Ne? Da bin ich auch schon mega hyped. Okay, als nächstes, also die BB-Cream, die muss ich jetzt eigentlich nicht weiter verteilen. Das reicht jetzt so mit den Fingern eigentlich immer ganz gut. Es geht ja rucki zuck, ne?
Dieses habe ich einen Concealer. Da hat sich jetzt tatsächlich dieses Jahr im Bereich der Adventskalender auch eine richtige Zusammenarbeit ergeben. Es ist jetzt nicht irgendwie eine bezahlte Kooperation oder so, die ich mit denen habe oder dass ich halt groß Produkte zugeschickt bekomme, sondern ich habe die Möglichkeit, zum einen hatte ich den Adventskalender vorgestellt, ich rede übrigens von M. Asam. Hier habe ich den High Class Liquid Concealer in der Farbe Ivory, dass ich Affiliate Links erstellen kann. Genau, das heißt, ich verdiene eine kleine Provision. Solltet ihr die Links aus der Infobox verwenden, um dort einzukaufen, falls ihr möchtet. Ne? Es gibt ja verschiedene Arten von Kooperationen und das ist einfach eine, wo ich Affiliate-Links habe. Genau. Ja, also das ist ein relativ leichter Concealer, der jetzt aber auch zu der sehr leichten BB-Cream sehr gut passt. Und dann geht's weiter. Und zwar habe ich hier Mina, wie auch immer. Das ist ein Eye-Primer. Den hatte ich mal in einer Box mit drin oder so. Das hier verkörpert dann zwei verschiedene Arten von Kooperationen. Zum einen, auch hier habe ich wieder über Awin oder Arvin die Möglichkeit, Affiliate-Links zu erstellen für Douglas. Denn da könnt ihr die Marke kaufen. Und gleichzeitig die ganzen Boxen, Leute. Oh mein Gott, also ich habe ja so viele Kooperationen, was Beautyboxen angeht, was ich total feiere, weil so habe ich die Möglichkeit, neue Marken zu testen und mit euch auch neue Produkte auszuprobieren im Bereich Pflege, im Bereich dekorativer Kosmetik, ne? Das, was halt dieses Jahr leider, also eine große Kooperation ist tatsächlich, das habt ihr auch mitbekommen, hat sich in Luft aufgelöst, einfach durch einen Ansprechpartnerwechsel. Und dementsprechend zeige ich euch nicht mehr alle Beautyboxen, die es so auf dem Markt gibt. Hust, hust. Aber ich zeige euch wundervolle Boxen, zum Beispiel die Glossy Box, die Look Fantastic Beauty Box. Und da habe ich mit der Glossy Box auch eine Kooperation und durfte auch dieses Jahr nach Berlin auf ein Event kommen. Und habe dann auch auf dem Event jemanden kennengelernt, wo wir gleich auch ein weiteres Produkt zu haben, nämlich den lieben, nicht auf dem Event, an dem in dem Zeitraum. Da habe ich mich nämlich mit Maxim und Danny getroffen. Genau. So, Eye Primer sitzt. Kommen wir nun zu Yepoda. Da habe ich hier einen Blush Stick. Welche Farbe ist das denn? Kann ich euch mal einblenden. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Kaminrotton. Was aber sehr gut ist, weil ich ja nachher auch noch hier Puder und so ein Kram verwenden werde. Viel hilft viel und gerade wenn man ja auch sowas Rotes anhat, wie ich heute und Weihnachten und so, ne? Dann darf es auch gerne mal etwas mehr Blush sein. Das sieht jetzt super weird aus. Aber Leute, wir verblenden das Ganze natürlich. Und da seht ihr auch, das lässt sich schön mit BB-Cream verblenden. Yepoda ist eine K-Beauty-Marke, die aber in Deutschland ihren Sitz hat. Und da bin ich eigentlich vor allem angetan von dem Calm Balm und dem Mist Health, ne? Also von den Pflegeprodukten, die die so haben. Aber die haben jetzt auch halt, wie ihr offensichtlich sehen könnt, langsam angefangen, auch dekorative Kosmetik mit herauszubringen, die halt auf Pflege basiert. Und das finde ich ja persönlich total klasse. Dementsprechend bin ich sehr, sehr froh, dass ich dann auch tatsächlich hier deren Blush einfach mal so ein bisschen eingehend testen kann. Und das macht ein schönes, schönes, schönes Bild. Ne? Sieht sehr natürlich aus und ich habe auch dieses Jahr meine Affinität für Creme-Blushes entdeckt. Das ist echt Wahnsinn. Und ja, gebe euch noch ein bisschen auf. Einfach Bock auf ein bisschen mehr Blush heute. Yepoda habe ich jetzt leider die liebe Lisa noch nicht live und in Farbe treffen dürfen. Das wird vielleicht noch kommen. Ich glaube, Yepoda sitzt auch in Berlin. Ne? Dann könnte ich wirklich mal, wenn ich so einen Verwandtenbesuch mache, weil ich habe ja auch Verwandtschaft in Berlin, so einen Rundumschlag machen und dort dann auch die ein oder andere Firma treffen, den ein oder anderen Geschäftspartner. Also Yepoda sitzt dort und Purish sitzt dort. Wer sitzt denn noch? Ja klar, Maxim und Danny, die werde ich da besuchen. Das sind halt sowohl Kollegen als auch Danny, Verleger, mein Verleger quasi. Also irgendwie schon, dass wir, ja schon Kollegen, aber ne, wenn er meine Bücher verlegt, dann sind wir Geschäftspartner gleichzeitig. Ja, Dalton sitzt aber genauso wie bei Jena Beauty in München. Hier habe ich das Face Care Freshen Up Feuchtigkeitsspray. Oh, ich mag das total gerne. Kannst du verwenden für alles mögliche im Moment. Also so jetzt halt, um die cremigen Texturen nochmal zu verbinden. Das ist auch richtig schön. Nachher, um die pudrigen und cremigen Texturen miteinander zu verbinden. Du kannst es auch auf dem Körper verwenden, aber dafür finde ich es zu schade. Ist eigentlich ein Sommerprodukt und bekommt man auch eigentlich nur im Sommer. Wollte ich euch aber trotzdem noch im Video hier mit zeigen. Und ja, ich
finde es einfach super angenehm. Im Sommer am besten im Kühlschrank aufbewahren, aber das dauert noch, bis Sommer ist, ne? Wir haben jetzt gerade Weihnachten, Claudinchen. Denk nicht über Sommer nach. Genau. So, jetzt sehe ich wirklich einfach frisch aus, ne? Als wäre ich sehr ausgeschlafen und so, wie ich jetzt aussehe, aus dem Bett gestiegen. Denn man sieht überhaupt nicht, dass ich geschminkt bin. Und das finde ich auch immer ganz nice. Dann habe ich, es wird sich aber ändern, Leute, ne? Wie gesagt, von Maxim, Holy Grails in der Kooperation mit Riva Loves Me, das Flawless Baking Powder hier. Und ja, das habe ich von Maxim tatsächlich, beziehungsweise von Riva Loves Me zugeschickt bekommen. Denn der hat mich da auf die PR-Liste setzen lassen und das finde ich ziemlich cool. Und Maxim ist ein wundervoller Kollege von mir, muss ich wirklich sagen. Denn Maxim hat mich damals auch bei Purish vorgeschlagen. Ich habe auch mitbekommen, dass Maxim mittlerweile ja auch mit Bayana Beauty zusammenarbeitet. Finde ich total großartig. Und ja, ne? Das ist richtig schön. Und wir sind natürlich auch Autorenkollegen. Das feiere ich auch immer sehr. Und ja, genau. Das Flawless Baking Powder ist auch mittlerweile quasi im Standardsortiment, halt in einer anderen Verpackung. Hier habe ich das ja quasi mit diesem Netz, ne? Und dann gehe ich da einfach hier mit dem Schwämmchen rein und kann damit dann mein Gesicht setzen. Das finde ich total schön, weil du damit auch nicht zu viel Produkt drauf bekommst. Das sieht dann wirklich alles sehr schön, sehr natürlich aus. Aber ist halt gleichzeitig auch wirklich gesettet. Und ja, das mag ich gerne leiden. Jo, man kann natürlich auch einfach einen Pinsel nehmen und das machen, aber ich habe jetzt hier gerade ein Schwämmchen, übrigens von Nabla. Das bekommt ihr auch bei Purist zu kaufen. So, das Puder sitzt und dann kommen wir jetzt mal weiter. Es sieht wirklich, ich mag das, ne? Wenn das so natürlich aussieht, das ist mittlerweile halt auch echt so irgendwie cool geworden, finde ich. Als nächstes habe ich hier von Nabla den Bronzer in der Farbe Ambra oder Ambra. Den finde ich auch super toll. Der ist nicht zu warm, nicht zu kalt. Also halt wirklich, wirklich, wirklich passend und so ein tolles Zwischending für mich zwischen Contour und Bronzer. Und der hat eine ganz interessante Konsistenz, weil der halt auch so ein bisschen fester ist, ne? Aber lässt sich dementsprechend total seidig auftragen und verblenden und sieht halt auch wieder extrem natürlich aus, als hätte ich halt einfach nichts drauf, sondern einfach ein von der Sonne geküsstes Gesicht, genau. Und den habe ich von Purish tatsächlich zugeschickt bekommen. Purish ist auch ein Kooperationspartner, mit denen arbeite ich schon eine ganz, 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 ganz lange Weile zusammen. Und da bin ich auch tatsächlich quasi von Anfang an mit dabei und bin auch sehr, sehr dankbar für. Das erste, was wir hatten oder was ich zugeschickt bekommen habe von denen, war von Ofra das Samantha March Kooperationsset. Und ja, seitdem arbeite ich dann mit Purish zusammen, bin mit der lieben Jenny in Kontakt und Jenny ist dort auch, ja, die Ansprechpartnerin, ich glaube, für alle Influencer. Ich habe keine bezahlte Kooperation mit denen. Ich habe eine Affiliate-Beteiligung, das heißt, auch da verdiene ich eine Provision, wenn ihr über den Link von mir bestellen solltet, beziehungsweise wenn ihr meinen Code verwenden solltet. Und die liebe Jenny hat dieses Jahr einfach mal so zwischendurch gefühlt ihr zweites Kind bekommen, also Respekt dafür, und ist jetzt wieder voll dabei. Richtig heftig und ja, das macht natürlich richtig Spaß, wenn man weiß, dass da auch Menschen lange arbeiten, ne, die dann auch wirklich ein Gefühl die ganze Zeit betreuen und da jetzt nicht irgendwie ständig ein Mitarbeiterwechsel ist oder so. Und ja, das macht mir wirklich Spaß, mit Purish zusammenzuarbeiten. Die haben immer tolle Marken, tolle Produkte. Das ist jetzt wirklich ein Hauch von, ne? Weil ich auch einen sehr fluffigen Pinsel genommen habe. Wenn ich jetzt einen fester gebundeneren Pinsel genommen hätte, hätte ich mir da jetzt ein bisschen mehr Kabitjes drauf machen können, aber ich möchte es heute ein bisschen dezenter haben. So habe ich mir nämlich auch mein Make-up ausgesucht, sagte sie und hat hier einen Highlighter liegen, den sie jetzt verwenden möchte, der in sich hat, Leute. Das ist von Ila Maska, der OMG Highlighter, auch hier wieder der Bezug eben zu den Beautyboxen, ne? Zu Look Fantastic und zu Glossy Box, vor allem zu Glossy Box, wobei der, glaube ich, in der Look Fantastic Box mal drin war. Und der ist so heftig. Richtig krass. Ich glaube, der war auch mal in einer Special-Version von irgendeiner Box mit drin. Und der ist intens. Das ist jetzt dezent aufgetragen. Und der knallt jetzt schon, ne? Der ist ein bisschen, also der ist eher Champagner, aber geht auch sehr ins Goldstichige, wenn man den halt aufbaut. Das ist halt ein richtiger Weihnachtshighlighter, ne? Und den trage ich mir gerne auf mein Gesicht auf und lasse es
dementsprechend strahlen. Aber das ist hier natürlich, oh, ich liebe es. Richtig, richtig, richtig schöner Highlighter. Und Ila Maska, die haben ja verschiedene noch, ne? Da könnt ihr euch austoben. Auch eine Kooperation, die jetzt dieses Jahr ein bisschen intensiver geworden ist. Einfach dadurch, weiß ich nicht, dass ich da dann auch auf manchen Online-Events eingeladen wurde und auch teilgenommen habe, ist Benefit tatsächlich. Ich habe da keine Affiliate-Beteiligung oder irgendwie, dass ich Provision bekomme. Ich bekomme halt die Produkte ab und an mal zugeschickt, kann da ein bisschen was Neues austesten. Und da habe ich jetzt hier den Gimme Brow Plus Volumizing Pencil. Den hatten die mir, glaube ich, anfangs in der Farbe 4, glaube ich, zugeschickt. Und jetzt habe ich hier die Farbe 3, Medium Light Brown. Der dürfte jetzt etwas besser passen. Und ja, der ist halt wie so ein Zwischending von Augenbrauenpuder und Augenbrauen... Stift halt, ne? Weil das ist ganz aufregend. Ich kriege das jetzt mit diesem kleinen Spiegelchen. Ihr seht auch direkt hier, ne? Diana hat hier Monolidschatten rausgebracht und das kann ich jetzt hier als Spiegelchen nehmen. Genau. Den trage ich mir jetzt einfach mal auf und der gibt halt richtig krass Farbe ab, ne? Das ist wirklich heftig. Genau, bei meinem Cruella-Look hatte ich den viel zu dunklen auch verwendet und dann auch dementsprechend etwas dicker aufgetragen. Etwas ist gut. Wisst ihr Bescheid? Und ja, die Farbe passt definitiv besser. Ich habe sonst nämlich auch bei Benefit eher so die Farbe 2 oder 3. Wobei 3 jetzt im Winter ganz gut passt, weil meine Haare dann auch ein bisschen dunkler sind. Aber guck mal, wie leicht er sich auftragen lässt. Das ist wirklich easy peasy, lemon squeezy, ne? Ja, das mag ich gerne leiden. Und der ist halt eher so, also nicht cremig, sondern wirklich... Wenn du den aufträgst, eher pudrig vom Finish her. Das ist ganz, ganz aufregend. Und das ist jetzt auch ein neues Produkt, was Benefit ja rausgebracht hat. Die haben ja dieses Jahr auch neue Blushes rausgebracht, die ich ja auch testen durfte teilweise, ne? Und jetzt habe ich hier das Augenbrauenprodukt. Gimme Brow Plus. Das sieht wirklich gut aus. Mag ich gerne leiden. Jetzt kommt die andere Seite dran. Schreibt mir übrigens mal super gerne in die Kommentare. Jetzt ist Weihnachten ja quasi vorbei, wenn ihr das Video seht, ne? Aber was ist euer Mega-Weihnachtsfilm, den ihr jedes Jahr Weihnachten guckt? Oder was ist so eine richtige Weihnachtstradition? Bei uns ist es tatsächlich so, also bei meinem Freund und mir, und Julius wird das jetzt ja auch quasi dann adaptieren dürfen, die Muppets Weihnachtsgeschichte und die Muppets feiern Weihnachten. Die Muppets Weihnachtsgeschichte ist ja mit Ebenezer Scrooge, das haben wir auf DVD. Und die Muppets feiern Weihnachten ist etwas, das kommt wirklich so aus den 80er Jahren, also quasi aus der Jugend von meinem Freund und mir. Ich kannte das nicht, ne? Aber das ist halt so eine Weihnachtstradition von meinem Freund. Ja, und den gucken wir dann zusammen heute Abend, wenn dann alle auch weg sind und so, dann legen wir uns ganz entspannt auf die Couch und wir gucken so selten nur noch Fernsehen. Aber das wird heute definitiv auf dem Fernseher laufen und da freue ich mich auch schon richtig drauf. Das ist für mich Weihnachten mittlerweile und da ja, wird es dann richtig heimelig bei uns. Also, 3 ist die richtige Farbe. Vielen, vielen Dank an Benefit, dass ihr aufgepasst habt beim letzten Video und mir den einfach jetzt nochmal in der richtigen Farbe geschickt habt. Genauso wie ich Nachschub von meinem 24 Hours Brow Setter bekommen habe. Das ist so mein liebster Augenbrauen-Gel-Festhalte-Fixierungsgedönsen. Der hat 2 verschiedene Seiten. Also der ist ganz schmal und flach. Der hat oben längere und unten kürzere Borsten. Ich gehe dann erst mit den längeren Borsten einmal durch, kämme das Ganze einmal hoch. Dann gehe ich mit den kürzeren auch einmal hinterher und kämme das auch einmal hoch. Tunke nochmal rein, gehe auf die andere Seite, mache das gleiche auch nochmal. In der Zeit hat das Ganze dann quasi Zeit, etwas anzutrocknen, aber auch nur ein kleines bisschen, denn ich möchte ja wirklich eine Fixierung reinbringen. Und dann nehme ich mir wieder mein Bürstchen. Das ist eigentlich egal, welche Seite du dann oben oder unten hast. Und dann kannst du das richtig an deine Augenbrauen dran pressen. Und die dann nochmal so nach oben ziehen. Und dadurch bekommst du halt wirklich eine Fixierung. Und weil ich meine Augenbrauenhärchen an und für sich nicht kürze, gehe ich dann nochmal hier oben so ein bisschen entlang, um das, was mir persönlich zu hoch steht, einfach nochmal hinzulegen. Und das kann ich auf der anderen Seite ebenso machen. Und dann habe ich wirklich die für mich persönlich perfekte Augenbraue. Das sieht fluffig aus, aber jetzt auch nicht so super unnatürlich fluffig, ne? Ich mag es gerne leiden.
Jetzt kommen wir zu dem Augenlook und da hat Bayana Beauty ein paar neue Produkte gelauncht und zwar 5 verschiedene Lidschatten. Die swatche ich euch zuallererst. Da haben wir 3, die schimmernd sind und 2 matte Töne. Oh, richtig schön. Und Bayana Beauty ist die erste Marke, die 100% vegan und 100% zertifizierte Naturkosmetik ist. Und wie wir das auch tatsächlich schon von den Bronzern und von den Highlightern kennen, haben wir hier auch wieder unser Refill-System. Und das sind recycelte und recycelbare Verpackungen. Und das gibt es soweit eigentlich nicht so auf dem Beauty-Markt. Also ich persönlich habe das noch nicht gesehen. Ne? Finde ich total super. Und jetzt so beim Swatchen muss ich wirklich sagen, die Farben sehen gut aus. Ne? Und das sind sehr zurückhaltende Farben. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind hier im Naturkosmetikbereich. Ne? Wenn ich sonst so an Naturkosmetik denke, was ich so in meinem Leben schon ausprobiert habe, das hat nicht so ganz bei mir funktioniert. Hier bin ich jetzt mal super, super neugierig, ob das bei mir auf den Augen einen schönen Look ergeben wird. Das muss ich jetzt mal kurz ablesen. Ne? Also wir haben nämlich hier kein Rampampam drin, das heißt kein Mikroplastik, keine Silikone, keine Parabene, keine Paraffine und auch keine PEGs. Und das finde ich sehr cool. Das heißt, du kannst auch hier wieder dann mit sehr gutem, reinem Gewissen die Produkte verwenden. Und jetzt kann ich einen Easy Peasy Lemon Squeezy Augenlook damit schminken. Die Augen habe ich ja in dem Sinne schon gesettet und jetzt verwende ich die Farbe Velvet Matcha. Ich hoffe übrigens, dass natürlich da irgendwie die Produkte gut ankommen und dementsprechend dann vielleicht auch eine kleine Lidschattenpalette rauskommt, denn ihr kennt das von mir, ich bin jetzt nicht so der Ultra-Fan von Mono-Lidschatten, ne? Aber ich wollte die Produkte gerne ausprobieren und einfach mal euch auch die Qualität zeigen. Man kann es nicht anders sagen, also diese Transition-Farbe lässt sich schon mal richtig gut auftragen, ne? Easy peasy, wirklich schnell verblenden lassen, ist schnell auf dem Auge und sieht wirklich angenehm aus. Die sieht angenehm aus, vor allem Claudinchen, ne? Die sieht einfach schick aus. Ja, kann man theoretisch so lassen. Machst du einfach einen von den 3 Schimmertönen drauf, fertig ist die Laube. Aber ein bisschen Krabum nehme ich ja trotzdem, ne? Da habe ich jetzt hier die Farbe Chocolate Nummer 05. Die ist ja ein bisschen dunkler. Da gehe ich jetzt auch mit dem Blendepinsel rein und gebe mir das einfach hier außen so ein bisschen hin. Oh ja, das macht, oh, wirklich, ne? Macht wirklich direkt eine schöne Tiefe rein und, funktioniert. Finde ich gut. Mit den Resten gehe ich jetzt auch so ein bisschen am unteren Wimpernkranz entlang, ne? Das geht auf jeden Fall vollkommen klar. Und jetzt kommen die Schimmertöne zum Einsatz. Da habe ich gelesen, die kannst du sowohl trocken als auch nass verwenden. Mit dem Pinsel, mit dem Finger. Und da werde ich jetzt verschiedene Arten ausprobieren. Als erstes nehme ich mir einen Smudger-Pinsel und nehme jetzt die Farbe 02 Gold. Das passt jetzt natürlich, ne? Weihnachten, Hallöchen, Popöchen. Oh ja, du kriegst halt schon mal direkt gut was auf dem Pinsel drauf, ne? Warum seid ihr eigentlich so weit weg? Claudinchen, nicht nachgedacht. Ja, moin, das ist doch mal viel besser, ne? Und dann kommt das hier schon mal hier außen. Das geht wirklich. Ich habe euch natürlich alle Produkte, wie immer, in der Infobox verlinkt. Auch natürlich die neuen Produkte von Bayana Beauty, versteht sich von selbst, ne? Da könnt ihr mal schauen. Und mit dem Code Claudi15 könnt ihr dort aktuell 15% sparen. Das ist jetzt so dieser Launch-Rabatt, den ich euch anbieten kann. Und dann könnt ihr mal schauen, ob das was für euch ist. Ich finde es auf jeden Fall jetzt schon mal ganz cute. Und dann schauen wir mal die nächste Farbe an. Da habe ich die Farbe 03 Copper, also quasi ein Kupferton. Die trage ich jetzt mal mit dem Finger auf. Und ja, das ist ein geiler Nagellack, ne? Das ist von Trend It Up. Polar Lights und dann habe ich darüber noch einen Topper gemacht. Das ist von Essence irgendwie was, den ich gratis bei einer Lieferung mit dabei hatte. Und dann habe ich jetzt hier noch den Ton 01 Silk. Das ist natürlich so ein ganz klassischer heller Schimmerton. Ne? Und den möchte ich jetzt gerne angesprüht verwenden, weil das war ja die dritte Applikationsform, die empfohlen wurde. Hallo, ich komme mal ein bisschen tiefer. Ich habe einen Pinsel. Ich nehme das Spray. Ich sprühe den Pinsel an. Habe mein Handy mit angesprüht. Das hat gut funktioniert. Und dann gehe ich jetzt hier in den Ton rein. Wow. Ne? Da kannst du dir deinen eigenen Creme-Lidschatten basteln. Den setze ich mir in den Innenwinkel. Und auch so ein bisschen hier beim inneren Drittel. Ja, da hast du dann richtig Kapitjes, ne? Aber das ist klar. So bringt man
Schimmerlidschatten gerne mal auf eine ganz andere Ebene. Finde ich gut, aber es ist nicht aufdringlich, ne? Jo, ist ein schöner Look. Was meint ihr? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Als nächstes gehen wir dann rüber zu Eveline Cosmetics. Hier habe ich einen Eyeliner, ich sag's immer wieder, Eyeliner Varieté 2 in 1. Da nehme ich jetzt hier die spitze Seite. Das ist Cosmetic for Less. Mit Cosmetic for Less habe ich sowohl als auch, also ich habe da die Möglichkeit, Affiliate-Links zu erstellen, dass ihr dann quasi dort auf der Homepage die Sachen schneller findet. Und außerdem habe ich auch teilweise bezahlte Kooperationen, sodass ich euch Neuheiten und so vorstellen kann, ne? Und da habe ich mit der Geschäftsführerin den Kontakt, mit der lieben Magdalena. Das ist eine ganz, 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 ganz liebe. Mit der habe ich auch schon echt kurz vor der Geburt, kurz nach der Geburt geschrieben. Und ja, die sitzen in Hamburg. Die muss ich dann auch mal besuchen, wenn ich dort bin. Hamburg ist ja von mir aus nicht allzu weit entfernt. Und da einfach mal guten Tag sagen. Ich finde sowas immer ganz schön, wenn man sich halt auch mal sehen kann. Und ich denke, dass nächstes Jahr sich dann doch das ein oder andere eher ergeben wird. Weil wenn man nicht schwanger ist, das ist ein bisschen einfacher, ne? Und ja, mal gucken, inwiefern Coronica Pony uns ärgert. Aber jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren, weil reden und Eyeliner ziehen, das kann ich nicht. Symmetrie ist gerade einfach nicht drin. Nö, gibt's nicht. Egal, schief ist modern, ich komme damit klar. Aber da auf jeden Fall auch nochmal Props an Cosmetic for Less. Die haben ja Eveline Cosmetics im Sortiment. Das ist eine polnische Drogeriemarke und die haben echt coole Produkte zu einem tollen Preis. Schaut gerne mal bei denen vorbei. Also quasi bei Cosmetic for Less, ist klar, ne? So, als nächstes habe ich jetzt eine Mascara. Da habe ich jetzt die Benefit They Are Real Magnet Mascara. Die kennen wir, die mögen wir. Wir haben ein ziemlich opulentes Gummibürstchen und ab dem zweiten Auftrag sollen irgendwelche Magnete in dem Bürstchen und auch in dem Produkt an sich dafür sorgen, dass die Wimpern abgehen wie ein Zäpfchen. Also gucken wir mal. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ja, die macht Schwung rein, die macht auch so eine, ne, das ist Schwung, Claudi, Volumen, die macht Länge und ja. So, Lip Liner habe ich hier von By Beauty Bay in der Farbe Heather. Und By Beauty Bay ist ein Unternehmen, mit dem ich auch zusammenarbeite. Aber ich habe da Affiliate-Links und ab und an bekomme ich auch mal Neuheiten zugeschickt. Und ich finde, dieser Lip Liner passt astrein zu meinem Kleid. Was ich halt auch noch bei den Bayena Beauty Produkten richtig gut finde, ist einfach, dass du in diesen Produkten auch Pflege mit drin hast. Also auch in den Lippenstiften. Das ist wie so eine Art Lippenpflege zusammen mit Lippenstift oder Lippenpflege, die in einem Lippenstift drin ist. Und das feiere ich, Leute, ich sag's euch. Hier habe ich jetzt die Farbe 04 Spicy Nude und das finde ich einfach, ne, passt jetzt auch sehr schön, finde ich einfach großartig. Das passt ganz gut. Das ist jetzt tatsächlich mein Weihnachtslook und so werde ich Heiligabend verbringen. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Gleich kommen noch mein Schwiegerpapa ins Spiel und meine Stiefschwiegermama ins Spiel vorbei und ansonsten, wie gesagt, wird es Muppets-lastig bei uns werden heute. Eine ganz entspannte Geschichte, ganz entspannt Weihnachten feiern und dazu ein ganz entspannter Look. Ich bedanke mich von Herzen bei meinen Kooperationspartnern für die wundervollen Möglichkeiten, die wir dieses Jahr zusammen halt genutzt haben. Und natürlich seid ihr dafür zuständig, also ihr als diejenigen, die meine Videos schauen, dass überhaupt diese Kooperationen zustande kommen und möglich sind. Also vielen, vielen Dank an euch auch. Und da habe ich natürlich schon ein kleines, aber sehr feines Danke-Video für euch gedreht. Da könnt ihr gerne am Ende des Videos vorbeischauen. Ja, ich wünsche euch allen von Herzen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genießt die Zeit zwischen den Jahren und auch die Möglichkeit, einfach neu anfangen zu können. Neues Jahr, neues Glück, sage ich ja immer wieder, ne? Und ja, danke an alle, ne? Ist einfach eine Zeit der Dankbarkeit jetzt für mich, wo ich mich einfach bei allen gefühlt bedanken möchte für die schönen Momente in diesem Jahr. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!